Hallo, guten Abend, ich bin Philipp, es ist der Fernunterricht und ich möchte euch heute das Netflix fürs Schulfernsehen vorstellen. Dieses Tool heißt NanuTV, nanu.tv. Ich bin eingeloggt mit meiner Schuladresse, das heißt meine Schule bzw. der Kanton, der die Schule finanziert hat, Zugangsrechte zu NanuTV gekauft. Ich habe solche Zugänge auch von meinem Uni-Account aus. Also viele Schweizer Bildungsinstitute haben Zugang zu NanuTV. Ich möchte jetzt kurz zeigen, was NanuTV kann. Zunächst einmal kann ich hier jetzt auf das Archiv zugreifen, das meine Schule angelegt hat, und habe jetzt heute angefangen mit einer Wojcik-Einheit und jetzt kann ich hier nach Wojcik suchen und finde jetzt Filme, die mit Wojcik zusammenhängen. Also hier beispielsweise die klassische Herzog-Kinski-Verfilmung oder Geh zurück, das ist die Berliner Verfilmung von Kalis von 2012. Und wenn ich jetzt so eine Verfilmung habe und ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler, also hier habe ich viele Daten, die jetzt erfasst sind. Ich sehe jetzt, dass Tom Schilling da mitspielt und so weiter. Wenn ich finde, das ist der richtige Film, dann kann ich hier einen Zugangslink erzeugen. Ich kann wählen, wie lang dieser Link gültig sein sollte. Also ich wähle jetzt mal bis Semesterende, wenn die Schülerinnen und Schüler damit arbeiten. Dann erzeuge ich jetzt hier diesen Link und mit diesem Zugangslink können jetzt die Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Lernmanagementsystemen, also ich kann den per Mail verschicken, ich habe hier einen QR-Code, den ich kopieren kann, ich kann ihn in Teams teilen, ich kann ihn auf Arbeitsseite draufschreiben. Mit diesem Link können Sie auf diesen Film zugreifen und diesen Film bei NanuTV streamen. Also wenn ich jetzt hier den Videoplayer öffne, dann seht ihr, wie es dann aussieht. Nämlich so, ihr seht, dann läuft einfach hier der Film und spult mal ein Stück. Ja, Werbepause, das ist jetzt schlecht. Dann gehen wir ein Stück weiter. Und ich kann das dann natürlich auch ganz groß machen. Und wir sehen hier, wie der Film läuft. Dann muss ich jetzt habe ich meinen Computer etwas überlastet, aber das wird gleich wieder. Ich bin jetzt hier wieder bei NanuTV, zurück in diesem Suchfenster und kann hier dann auch Inhalte hinzufügen. Jetzt hat es so ein Problem. Also ich kann das Fenster war noch nicht da. Ich kann Dateien auswählen, ich kann etwas von YouTube importieren. Also ich kann meine eigenen Filme, die ich habe, da auch hochladen und sie so archivieren. Und ich kann aber auch das Fernsehprogramm aufnehmen. Schauen wir mal, was heute so läuft bei ZDF. Dann sehe ich, hier kommt 50 Shades of Grey. Das wollte ich schon immer mal mit einer Klasse gucken. Dann kann ich hier auf Sendung aufnehmen drücken und diese Sendung wird jetzt zu NanuTV hinzugefügt und sobald die vorbei ist, morgen früh, kann ich die dann im Archiv abrufen und genauso wie bei allen anderen Zugangslink erzeugen. Ja, das ist nicht illegal, also das ist vom Urheberrecht her für Schulnutzung in der Schweiz so möglich. Also ihr müsst euch jetzt keine rechtlichen Sorgen um mich machen. Ich mache hier nichts, was irgendwie verboten wäre. Mal gucken, ob ich da nochmal zurückkomme. Wollte noch zeigen, dass ich dann auch
die Links, die ich jetzt erzeugt habe hier, die kann ich hier dann auch verwalten. Also ich kann mir jetzt hier ansehen, welche Links ich im Moment noch gültig habe und die dann hier auch wieder abrufen. Ich sehe dann, wie lange die gültig sind, kann sie auch verlängern. Also insgesamt wirklich ganz, ganz tolle Sache. Ich schreibe jetzt auch gleich einen kurzen Blogpost darüber, wie ich NanuTV in diesem Schulprojekt einsetze für verschiedene VoiceAg-Adaptionen und vielleicht wollt ihr das dann auch lesen und freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.